Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu diesem Battle. Hier sitzt der Hiku, den kennt ihr. Hier sitzt ihr mich. Hier seht hier ihr mich. Den, hier sitzt der mich, den kennt ihr auch. Den Kami, der mich, den kennt ihr auch, genau. Vielleicht mein T-Shirt gar nicht angezogen. Ja, super. Mach mal schnell nackig. Das stünde. So. Sag mal, hast du die Totok-Box dazu eigentlich, die Lubak-Box dazu eigentlich aufgemacht? Ja, habe ich. Ich habe die ja auch aufgemacht, aber ich glaube, ich habe das Video noch gar nicht hochgeladen dazu. Das ist aber schon lange her. Die Coin ist übrigens recycelt. Die gab es schon mal in irgendeinem anderen... Ach, ich dachte, du haust jetzt so richtig krasse Insider-Infos raus. Ja, das ist recycelt aus Altmüll und bla. Und ach so, nee. Wow. Solche Infos habe ich nicht. Ja, wow. Nee, die gab es tatsächlich schon mal. Ich weiß gar nicht, ich weiß noch nicht, in welcher... In irgendeinem XY-Ding gab es diese Tutok-Münze, glaube ich. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Oh, der Pin ist ja cool. Der Pin ist tatsächlich cool. Ich finde, der ist ein bisschen farblos. Also der sollte ruhig so ein bisschen... Könnte ein bisschen mehr Farbe abbekommen. Aber sonst ist der eigentlich ziemlich cool. Fokussiert der einigermaßen? Ja, der findet meine Hände schöner, aber sonst... Hey, da kann ich verstehen. Das beiseite. Die Booster-Auswahl finde ich sehr interessant. Oh ja. Außer die beiden hier in der Mitte, das die finde ich nicht so interessant, aber sonst ist die echt Taco. Kommt der ganze Müll beiseite, das dahin. Die Packs werden wir natürlich wie immer, weil ich das immer mache, alt nach neu. Deswegen so, wir gucken uns erstmal kurz die Promos an. Denn wir haben hier in Holos ein Shiggy als Holo. Das kann man jetzt nicht so gut sehen, weil ich das schon in der Hülle habe. Die ist matt und dann nimmt das so ein bisschen die Farbe weg, den Spiegeleffekt. Und die Hauptkarte, das Turtok. Das sieht cooler aus, als ich jetzt gedacht hätte. Das Turtok? Ja. Ich finde, auf den Vorschaubildern sah das immer so ein bisschen langweilig aus, aber ich finde, das sieht man hier bei der ganz cool, der Glare-Effekt ist eigentlich ziemlich cool geworden. Achso, ja, das ist ja immer bei denen, dass sie so schräg sind, ne? Mhm. Ja, das ist echt cool. Wie machen wir die Bepunktung eigentlich? Gibt's hier Prisma? Ja, es gibt Prisma. In den beiden Packs gibt's Prisma-Karten drin. Also eins Reverse Rare. Und Holo. Zwei Prisma. Drei GX. Oder andersrum? Nee, es ist gut. Prisma, drei GX. Vier Full Art. Fünf Secret oder Rainbow. Ja, würde ich sagen. Und damit starten wir rein. Wir werden das anhand der Würfel werden wir das im Bild demonstrieren. Zeigen, welche Punktzahl wir haben. Haben uns extra schicke Würfel rausgesucht. Und wir haben uns entschieden, dass ich quasi jetzt vorlegen werde. Ich hau einmal alle Punkte, alle Packs durch und dann macht der Hiko alle und dann gucken wir am Ende, wer gewonnen hat. Bestrafungen gibt es, glaube ich, keine, soweit ich weiß. Wüsste ich oder? Jetzt nicht. Macht ja auch keinen Sinn. Wir sind ja hier, um Spaß zu haben und nicht, um uns gegenseitig zu bestrafen. Eben. Manchmal ist das lustig, aber manchmal macht es Spaß. Oh, einfach das ist ein sehr cooles Evoli übrigens. Ja, einfach nur aufzumachen. Professor Kukui, keine Rare, kein Punkt und Namelux Holo. Damit ist auch der erste Punkt besiedelt. Ja, schick, schick. Du, 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 du. Das ist auch so ein ganz merkwürdiges Pokémon, ne? Ja, das ist echt ein komisches Pokémon. Ich weiß auch, aus welcher Gen kommt das? Das ist schwarz, nee, XY, schwarz-weiß, irgendwie so. XY, schwarz-weiß. Mal Daumen. Ich muss unbedingt, Pokémon-Spiele nachspielen. Denn das ist echt, Ey, das wäre doch was für den Dudes-Kanal als Soulink oder Nuzlocke zusammen. Ja, gerne. Gerne, hätte ich auf jeden Fall Bock. Guck mal, das ist ein Koryogel, das ist eine Reverse Rare. Das ist der zweite Punkt. Nee, das ist eine Lüge. Und noch ein Koryogel. Aber gut, das ist der zweite Punkt. Warte, ich muss ja, wir haben ja ganz vergessen, ich muss ja hier... Ah, warte, wir machen das links hin, weil ich bin ja links. Okay. Links von dir. Können wir nochmal, erinnerst du dich an das 18er Display? Da erinnere ich mich dran. Aber Livestream. Warte mal, ich habe doch hier auch noch... Jetzt, warte mal. Also eins von den Sachen, die da unten liegen, ist das 18er Display vom Hiku. Da ist es ja. Das wird auch noch. Heute gibt es einen Livestream beim Hiku auf dem Kanal. Eigentlich kurz nachdem die Box online ist, oder? Ja, ich denke heute Abend irgendwann, ne? Genau, irgendwann heute Abend. Wird aber ich weiß nicht, wenn ihr auf dem Pokedeus Discord seid, wird das da announced. Auf dem Pokemetropole Discord sind wir beide nicht mehr. Das heißt, da werden wir es euch nicht sagen können, aber ansonsten werdet ihr es schon erfahren, ne? Glocke an und dann ist immer gut. Und ein Weilord.
Ey, ich weiß nicht, soll ich mich jetzt freuen, dass du nicht so viele Punkte machst oder nee. Traurig sein, dass da nur Kacke drin ist? Guck mal, hier sind jetzt bis jetzt die also das sind meine drei Lieblingspacks aus denen, was man da bekommen kann. Mhm. Full Art Lugia ist immer noch, will ich unbedingt haben, unbedingt. Du hast ja Rayquaza gezogen. Rayquaza ist auch schon sehr cool gewesen. Da ist Lugia ja nicht weit dann, ne? Energie. Angestellte der Aether Foundation. Mantax. Ariados. Meryl. Onix. Bubungus. Voltilam. Vaumpel. Oh, ein Lebenswald Prisma. Somit sind das schon mal weitere 2 Punkte. Dann bin ich auf 4. Und ein Bundlebee. Oh, wo sind die Höhlen? Da sind die Höhlen. Wie standst du denn so zu den Prisma-Karten? Ich fand die geil. Mhm. Ich finde Prisma immer noch cool. Ich finde es schade, dass die rausgehen. Oder raus sind. Ich finde vom Aussehen sind die richtig cool, weil die haben auch so ein bisschen was von Magic zum Beispiel. Gerade hier die Stadionkarten. Mhm. Ich fand es aber schade, dass so wenig. Also für mich waren halt wenig Pokémon dabei, die ich cool fand, die als Prisma geprintet wurden. Ja, Prisma gab es generell super wenig, ne? Mhm. Was für Pokémon gab es denn als Prisma außer Ditto? Victini. Victini, stimmt. Victini, Prisma gab es. Celebi. Also eigentlich nur so besondere Pokémon, oder? Ja, genau, richtig. Will immer auf den Hintergrund. Oh, Feuerkristall, schön. Stolunior, Sandan, Nebulak, Tangela, Blutzuck, Überraschungskiste ist eine Ankammer und die Rare ist ein Togekiss-Holo. Also nochmal ein Punkt. Ich muss dazu sagen, der Hiko hat gecallt, wir brauchen keine 2 Würfel. Wir werden eh nur bei 6 Punkten maximal landen. Aber das Pack, Lucario Melmetal, wird vielleicht etwas anderes parat haben. Hoffe ich zumindest. Ja, du lunst immer schon seine Seite rein, ne? Ich habe es genau gesehen, habe ich das. Ja, Dennis und ich haben nur irgendwie was gemeinsam. Ja, Grüße gehen raus. Grüß dich, Dennis. Ohne Grün, auch cool. Also grüß dich, Dennis. Jetzt mal ein Badumts. Sound. Raupi, Wurmball, Sturbleck in Reverse Rare. Oh, damit haben wir den 6. Punkt. Da kann gar nichts sein. Und Psyaugon. Ich sag ja, kann nichts sein, weil mehr als 6 geht nicht. So, das heißt, das war mein Part dazu. Genau, und hier seht ihr jetzt die Ausbeute von Kamis Dingens. Aber die sollten wir vielleicht kurz wegräumen, fällt mir gerade ein. Ich dachte, die sollten wir wegräumen. Cool, weil sonst schaut man ja nicht rüber. Das stimmt, ja, das tun wir jetzt weg. So. Übrigens, dieses Video wird einmal als komplettes Video auf dem Pokédeus-Kanal sein. Dann wird es mein Video auf meinem Kanal geben und jetzt gleich das, was der Hiko jetzt macht, wird es jetzt beim Hiko geben. Das heißt, jetzt rüberschalten zum Hiko.